Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 199. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich an Zeit gefunden habe, diese Folge zu produzieren. Liegt auch ein bisschen daran, dass meine Umbaumaßnahmen in den ganzen Podcast-Blogs noch nicht abgeschlossen sind. Ich habe mir Hilfe geholt von TJ, der für mich diese ganzen Multisite-Geschichten macht und der HTTPS einrichten soll und sowas, alles, was wo ich mich nicht rantraue. Und das läuft noch. Das dauert einfach seine Zeit. Und ich habe gedacht, ich kann ja trotzdem schon mal ein bisschen was veröffentlichen, bin aber, wie gesagt, am Wochenende noch nicht dazu gekommen. Ich habe letztes Mal sträflich was vergessen, was mir im Nachhinein sehr leid tat, weil ich das erst gemerkt habe, nachdem ich den Podcast veröffentlicht habe. Und zwar einmal vom Podcast-Workshop habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass Martin vom Metacast da war. Ich war erst ein bisschen irritiert, weil es ja ein Einsteigerseminar war. Und er sagte, ja gut, er wollte mal was Neues kennenlernen oder was Neues hören, andere Sichtweise hören. Und er wollte auch mich mal kennenlernen, was mich enorm gefreut hat. Und das war tatsächlich sehr nett, weil er auch den Workshop ziemlich ergänzt hat aus meiner Sicht, weil er natürlich dann so aus seiner eigenen selber Podcast-Profi-Sicht dann noch ein paar schlaue Ergänzungen hatte. Gerade was zum Beispiel sowas wie Spotify angeht oder sowas, was er halt nutzt, nicht Spotify, Soundcloud angeht, was er halt nutzt und ich nicht. Da konnte er ein bisschen was zu sagen und auch sonst so zu Fragen, die aus dem Plenum kamen, da war er sehr eine sehr kompetente Unterstützung. Das war eine schöne offene Gesprächsatmosphäre, das mochte ich gerne haben. Und dann sind wir noch zusammen Mittagessen gegangen in der Pause und haben uns da auch sehr nett unterhalten und festgestellt, dass wir in ganz vielen Punkten, gerade sowas, was Podcasting angeht, ziemlich ähnlich ticken. Und das war tatsächlich sehr schön. Und ich habe auch vergessen zu erwähnen, was ein echtes Highlight war auf Föhr. Wir waren nämlich an unserem letzten Abend mit unseren Gastgebern zusammen essen. Die sind aus dem Urlaub wiedergekommen am Sonntagabend und wir haben gesagt, wir wollten sowieso dann nochmal essen gehen abends und auch ein bisschen schicker, also nicht nur in den Imbiss. Und da haben die gesagt, ja Mensch, da kommen wir doch mit, das ist doch super. Und da hatten wir einen fantastischen Abend in einem Restaurant, das heißt Simons. Ganz kleiner Laden, vielleicht 5, 6 Tische, vielleicht 10, also maximal 10 Tische. Keine Speisekarte so richtig, die hängt an der Wand und ist so eine Tafel, da wird immer aufgeschrieben, was gerade da ist. Also er lässt sich halt beliefern und kocht dann, worauf er Bock hat. So, und es war ein Gedicht, muss man wirklich sagen. Also haben sich nochmal bedankt, dass wir schon gleich bei der Reservierung Bescheid gesagt haben, dass meine Frau Vegetarierin ist. Da hat er dann was gezaubert, einen Bärlauch-Risotto oder irgend sowas mit verflüssigstem Schafskäse und so. Also super geil. Ich hatte ein Zanderfilet mit Selleriestampf und waren es Bratkartoffeln? Ah nee, Quatsch, Morcheln. Ein paar Kartoffeln dabei und Morcheln. Ich habe noch nie Morcheln gegessen und die waren richtig super. Das gab dem Ganzen ein sehr erdiges Aroma. Echt krass. Wirklich sehr, sehr gute Bratkartoffeln dazu. Selleriestampf fand ich total, das war kein Stampf, das war mehr so eine, fast schon wie eine Creme, das war super, super smooth, so, das konnte man fast trinken, hätte man trinken können, wenn es im Becher gekommen wäre. Und das Zanderfilet war wirklich auf dem Punkt. Also das war sehr, sehr gutes Essen, hat auch seinen Preis gehabt, muss man auch fairerweise sagen, aber meine Güte, kann man ja mal machen. Ansonsten war ich wieder mal als Kamerakind unterwegs in der vergangenen Woche. Da in Büsum wird gerade das Tor des Hafensperrwerks erneuert und zum Auftakt der Arbeiten haben wir einen Ü-Wagen hingestellt und ich habe ein bisschen reportiert, was da so los ist. Und wir hatten dann die Idee, wenn ich schon mal da bin, dann könnte ich ja unsere Kamera mitnehmen und einfach mal auf Verdacht ein paar Bilder drehen, die es vielleicht in Schleswig-Holstein-Magazin schaffen. Und tatsächlich, das hat auch geklappt.
und mein Markenzeichen verwackelt schief und unscharf, das kriege ich auch immer besser in den Griff. Also es ist tatsächlich genau das. Die Übung macht es am Ende. Ich mache das immer noch viel zu selten, dass ich einfach mal rausfahre und auf Verdacht irgendwas drehe, um einfach mal zu üben. Aber das kommt dann auch noch mit der Zeit. Tja, dann haben wir jetzt uns das Pastorat angeguckt. Das hatte ich ja bei Twitter schon mal geschrieben. Zum 1.6. Tritt meine Frau ihre erste eigene Stelle an und dann müssen wir auch umziehen in eine, ja, weiß nicht, nennt man das Dienstwohnung wahrscheinlich, die wir dann auch mieten müssen, also wir kriegen die nicht gestellt oder so, sondern wir müssen da auch für bezahlen, wissen noch gar nicht ganz genau wie viel, es ist aber auch relativ irrelevant, weil wir sowieso keine Wahl haben, wir müssen da wohnen, das ist Vorschrift. Und wir haben jetzt schon mal zumindest einen Schlüssel, dass wir uns da schon mal umgucken können, ausmessen können. Und das ist echt der Wahnsinn. Mein lieber Schwan, ist das ein Palast. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, wie wir das alles vollgewohnt kriegen sollen. Also wir haben nach jetziger Planung, also es gibt einen großen Wohn-Ess-Bereich, dann ist da noch ein kleines Zimmer im Erdgeschoss, kleinerer, wo wir noch nicht ganz genau wissen, das wird wahrscheinlich das Gästezimmer werden. Und oben haben wir das Schlafzimmer natürlich. Ich werde ein größeres Zimmer, als ich dachte, für mich bekommen als Arbeitszimmer. Und da habe ich gesagt, da könnten wir ja auch, weil das ein bisschen L-förmig ist, da wird dann auch Entschuldigung, unser Sofa drin Platz finden und auch der Fernseher, weil wir gesagt haben, im Wohnzimmer wollen wir keinen Fernseher mehr haben. Das einzige Problem in Anführungszeichen ist jetzt natürlich, wir haben da oben keinen Anschluss fürs Kabelfernsehen und auch keine TAE-Dose, wo wir die Fritzbox anschließen könnten und dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, LAN-Kabel durchs Haus zu ziehen. Das ist bei einem Bau aus den 60er Jahren oder 70er Jahren, weiß ich nicht mehr, da war die Idee auch noch nicht so richtig weit verbreitet und nachträglich ist das wohl jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr möglich. Insofern habe ich schon gedacht, wir könnten natürlich mal versuchen, weil technisch geht das ja mit der Fritzbox, dass man Live-Fernsehen streamt auf den Fernseher, das möchte ich jetzt dann demnächst mal ausprobieren, das ist so eine kleine Bastelarbeit. Dann hätten wir also Kabelfernsehen, also kein Kabelfernsehen, nein, wir hätten Internet über Kabel, das im Wohnzimmer ankommt. Da stünde eine Fritzbox, die über WLAN zu der Fritzbox streamt, die wir jetzt schon hier stehen haben und die wir dann nicht mehr brauchen können, die dann also WLAN-Repeater wäre. Und daran könnten wir nach meiner Planung den Fernseher anschließen mit dem LAN-Kabel und dann könnte der darüber streamen. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Ansonsten bleiben uns halt die Apps der Fernsehsender, wo wir die Chromecast fähig sind. Und dann müssten wir halt immer ein Tablet anschaffen als Fernbedienung und als Streaminggerät. Und dann würden wir es darüber machen. Keine Ahnung, ob das wirklich so hundertprozentig funktionieren könnte, aber das ist auch noch nicht alle Messe gesungen. Ja, mein Studio wird dann so sein, dass ich einen richtigen Podcast-Tisch haben werde mit Platz für vier. Völlig überdimensioniert, weil maximal zwei Leute, also meistens sind wir zu zweit, wenn wir hier podcasten, ich habe halt noch einen Tisch übrig, der früher mal mein Esstisch war und der seitdem im Keller steht und der hervorragend dafür geeignet wäre. Und den Fernseher möchte ich auf jeden Fall auch als dritten Computerbildschirm haben, dass ich die Ablaufskripte oder sowas auf den Monitor schmeißen kann, dass man es also vom Tisch aus sehen kann. Das ist jetzt im Augenblick so meine Idee. Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das könnte tatsächlich ganz geil werden. Ich habe jetzt schon mir Vorhänge ausgesucht, die ich vor die Fenster hängen möchte, die von sich aus schon eine gewisse Schallisolation mitbringen, also so eine Schallisolation, also halt so die auch so eine Akustikwirkung haben. Und ich werde mir wohl an eine der Wände noch einen Vorhang aus Bühnenmolton dranhängen, um die Raumakustik noch weiter zu verbessern. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Das wird ganz, ganz spannend werden und sehr, sehr super. Dann haben wir am Wochenende gegrillt. Wir hatten einen relativ spontanen Besuch von Freunden da und
Wir hatten da so ein bisschen ein Kommunikationsproblem. Ich bin nämlich dann einkaufen gefahren und meine Frau sagte, das Einzige, was wir nicht brauchen, ist Brot, Hummer für Salat und was wir so zum Grillen brauchen. Und ich habe halt gedacht, das ist so, also für sie ein bisschen was einkaufen an Gemüse und Feta-Käse und was ich halt haben will. War also beim Metzger und habe so ein dies und das geholt. Sagt sie, was, du hast so wenig Geld hast du ausgegeben? Das kann nicht stimmen. Und weil für sie war klar, dass ich für alle, auch für die Gäste Fleisch einkaufen würde. Und das war mir nicht so ganz genau klar geworden aus dem Gespräch. Also bin ich nochmal losgefahren und da habe ich mich ein bisschen verguckt beim Metzger, was die Preisschilder anging. Ich weiß gar nicht, ich krieg's im Nachhinein nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall stand ich am Endeffekt da mit zwei Kikok-Hähnchenbrüsten, Brustfilets, drei Stück Dry-Aged Entrecot und die Dame hinter der Theke sagte, dann kriege ich jetzt 81,26 von Ihnen. Das war für den Moment überraschend. Ich habe gesagt, ja gut, jetzt hat es eh eingekauft und wir hatten, meine Frau hatte mir eh 100 Euro gegeben zum Einkaufen und da habe ich gesagt, ja gut, dann nehmen wir das jetzt halt so mit. Und es war fantastisch, muss man einfach sagen. Es hat super geklappt, die zu grillen und es hat richtig doll lecker geschmeckt. Das war super gut. Vorher hatte ich noch den Rasen gemäht. Das hatte ich auch irgendwie letztes Jahr, glaube ich, erzählt, dass ich mit meinem Rasenmäher ein Metallteil gefunden habe, das bei uns in einer Ecke vom Garten lag. Und da war dann auf einmal das Messer kaputt und zwar richtig. Also der hat konnte gar nicht mehr schneiden. Und ich habe dann also, ach genau, das war diese Story, dass ich da ewig mit dem Leibrasenmäher durch Husum getapert bin. Das habe ich bestimmt erzählt. Naja, und jetzt habe ich also, ich hatte dann im Zuge dessen mir eine neue Klinge gekauft, aber sie irgendwie nicht angebaut, aus Gründen, weiß ich nicht mehr. Ich habe dann lieber einen Gärtner beauftragt, der sowieso da war, um die Hecke zu schneiden, weil ich das nicht so gut kann. Und dann habe ich gesagt, können Sie nicht gleich auch den Rasen mähen? Klar, hat er gemacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, das geht jetzt nicht mehr, jetzt musst du da mal hier das mal in die Hand nehmen. Und das war überraschend einfach. Das war, also ich bin ja echt kein Handwerker. Ich habe so wirklich 5 Daumen an jeder meiner beiden linken Hände. Und ich habe also meine Werkzeugtasche aus dem Keller geholt, den Rasenmäher, so, das ist ja ein ganz kleiner, nur 30 cm Schnittbreite. Den habe ich so auf den Terrassentisch draufgelegt, so quer, und habe dann so, das ist halt eine Schraube, mit der dieses Blatt fest ist. Und da habe ich so, probieren wir es mal mit einem 13er Schlüssel, greif in die Tasche, in diese Werkzeugkiste. Das erste, was ich in der Hand habe, war ein 13er Schlüssel und der hat gepasst, die dumme Sau. Das war schon mal, das war schon mal so ein kleines Hoch. Und dann tatsächlich innerhalb von 5 Minuten hatte ich dieses Ding getauscht. Das war viel, viel einfacher, als ich dachte. Und ja, der schneidet jetzt, also der mäht wie eine 1, wie neu. Also man sollte sowieso alle 2-3 Jahre mal das Blatt wechseln. Wahrscheinlich kann man die auch nachschleifen, ne, irgendwie, denke ich mal. Naja, so war also die ganze Woche bei mir. Das war's von mir für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Ausgabe am kommenden Wochenende fällt planmäßig aus und am 5. Mai werde ich dann voraussichtlich Folge 200 veröffentlichen. Da gibt's keine, habe ich ja schon mal gesagt, da gibt's keine besonderen inhaltlichen Kapriolen zu erwarten, aber den einen oder anderen Audiokommentar habe ich schon bekommen. Vielen Dank jetzt schon mal dafür. Ja, ich wünsche euch eine fantastische Restwoche. Wir hören uns dann, wie gesagt, am 5. Mai wieder und bis dahin, tschüssi. Thank you.